Hallihallo und herzlich willkommen bei Let's Play Together SimCity. Ja, ganz frisch eigentlich aus der Druckerpresse, wenn man so möchte. Ja, was gibt's da zu sagen? Ich spiele nicht allein natürlich, Together. Also wir haben ja den All Rampage ja, am Start. servus. Und ja, also das Spiel ist ja komplett online-lastig, also muss immer dauerhaft online sein und das hat jetzt hier zum Release natürlich mehr Probleme verursacht, als recht war. Naja, ich hätte drauf wetten können, dass sowas kommt. Und ja, mehr sind jetzt hier schon den halben Tag am Versuchen, dass das Ding mal startet. Jetzt haben wir es endlich mal geschafft, eine Region zu erstellen. Die haben wir mal jetzt einfach Pixelmania getauft. Und ja, jetzt sind wir hier mal zusammen. Der All Rampage hat das Flusskreuz gewählt als Gebiet und ich das Fluss Care. Ich denke, die Städte, die wir hier haben, die benennen wir nochmal um. Aber da schauen wir mal. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass das funktioniert und gehen mal rein ins Spiel. Gehen wir mal auf Spielen. Dann mache ich das auch mal. Wir hoffen Jo. Natürlich, dass es einigermaßen funktioniert und nicht der Server abstürzt oder ähnliches. Ja, das hoffen wir auch. Und das auch speichert, was wir hier bauen. Weil es gibt kein Speichern oder sonst was. So, dann gucken wir mal. Also, wir haben jetzt hier bei mir die Region. Hier haben wir die Autobahn. Und von der müssen wir jetzt quasi mal ins Landesinnere ziehen. Na, machen wir das doch jetzt einfach mal irgendwie. Ich muss jetzt gerade mal selber schauen, wie ich das am besten mache. Gehen wir mal hier am Rand. Dann ziehen wir doch mal hier so eine Hauptstraße mit mittelgroßer Dichte ins Landesinnere. Das mache ich jetzt auch mal. So. Machen wir das mal hier so ein bisschen. Ja, machen wir mal bis hier hin. Ganz schön teuer, die Straßen. Ja, auf jeden Fall. So. Haben wir das mal geschafft? Ja, also bei Let's Play Together, ihr seht jetzt erstmal nur mich. Bei der ersten Aufnahme werdet ihr jetzt auch erstmal nur mich sehen, was ich hier so tue und treibe. Und dann in den zukünftigen Aufnahmen werden wir uns so ein bisschen abwechseln. Also da seht ihr auch dann mal, was der All Rampage so baut. Und so weiter, also das kriegen wir dann schon hin. So, jetzt haben wir das mal hier gebaut. Eine Straße, mehr habe ich noch nicht. Du hast wahrscheinlich schon ein bisschen mehr gebaut, hoffe ich. Ja, ich habe jetzt ein paar Straßen und setze jetzt gerade die ersten Wohngebiete. Also man kann ja hier unten noch schön Rechtecke, Bögen, Kurven kann man sogar ziehen. Okay, ne, so will ich es jetzt eigentlich auch nicht. Interessant. Bögen kann man auch ziehen. Okay. Okay, dann kann man einen Kreis machen. Naja, sowas bauen wir jetzt erstmal nicht. Machen wir erstmal hier. Weiter. So, jetzt haben wir das mal gebaut. So, was gibt's denn hier? Weisen Sie Wohngebiete aus 10 Häusern. Soll ich machen? Rechts wird es mir angezeigt. Dann baue ich jetzt erstmal normale Straßen. Da kann man gucken, wo ich hier ein Wohngebiet hinzauber. Ein bisschen hier irgendwie hin. Schauen wir doch mal. So. Hier noch. So, die Wasser- und Stromversorgung erstmal gesichert. So, ja, soweit bin ich noch gar nicht. So, dann bauen wir doch mal ein bisschen Wohngebiete. Ringsrum. So, und nu? Okay, anscheinend passiert da schon was. Ja, nur heißt es erstmal abwarten. Ich glaube, ich mache hier mal die Geschwindigkeit ein bisschen schneller. Ich habe sie alle so Schneckentempo gehabt. In der Geschwindigkeit. So. So,
So, ja, ändern wir mal den Stadtnamen. Ich mache jetzt da mal. Keine Ahnung. Ich will den Stadtnamen ändern, weiß aber Namen nicht. Nenne ich es jetzt einfach mal Kotzburg. Wunderschön, da will jeder hinziehen. Genau, natürlich. So, jetzt ist das Verlangen nach Gewerbe gefragt. Bei mir. Na, das tut's bei mir jetzt auch mal langsam. Jetzt bin ich hier gerade an der Frage. Ich gerade am Überlegen, ob ich wo ich in das Gewerbegebiet hinpflanze. Ich glaube, ich ziehe hier die Hauptstraße mal ein bisschen weiter. Machen wir mal ein bisschen kurvig noch hier. So. Dann machen wir hier mal ein Gewerbegebiet direkt an die Hauptstraße. Wenn ich es denn finde, hier. Ja, was ganz cool ist hier im SimCity ist auch, also man kann jetzt hier ruhig bauen, wenn man später hier eine Straße noch reinziehen will, ist das kein Problem, das passt sich dann alles an. Also das ist ja, glaube ich, sehr human gehalten, nicht so wie ein Genau, Vorgänger, natürlich. wo man sehr, sehr genau planen musste, wo baut man die Straßen hin, wo baut man die Gebiete hin. Also das ist ja eigentlich kein Problem, wenn man hier wieder sowas abreißen muss. So. Ich glaube jetzt hier so am Rand. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich Industrie hinsetze. Vielleicht hier drüben auf die andere Flussseite. Aber das wäre dann schon ein gutes, weites Stück an Weg. Naja, bauen wir jetzt erstmal hier. Kann ja die Industrie immer noch umsetzen irgendwann. So, ja, die Leute brauchen Arbeit. Dann kriegen sie doch mal ein bisschen Industrie. Aber wohin? Der Wind zieht nach da drüben. Also wäre hier das Gebiet hier drüben eigentlich schon perfekt. Ja, muss man immer drauf achten. Ja, dann versuche ich jetzt mal eine Brücke darüber zu ziehen. Mal gucken, ob das klappt. Oder ziehe ich jetzt einfach nur normale Straße einfach weiter. So viel Geld hat man ja dann auch wieder nicht. Zu Beginn sehr limitiert. Gucke ich mal, ob ich was eine Brücke kostet. Die ist schon scheiße teuer. So, ziehen wir einfach mal. Habe ich jetzt noch gar nicht geschaut. Okay, also. Hat mich auf jeden Fall jetzt fast 7000 gekostet. Aber immerhin habe ich jetzt schon mal eine Brücke. Ein Wahrzeichen der Stadt schon mal erschaffen. So. Ja, jetzt ziehen wir hier einfach mal. Ich muss jetzt erstmal ein Gemeindehaus basteln. Ui, das ist ja ganz schön groß. Die Straße mal hier so rein. So. Okay, jetzt kann ich auch den Stadtnamen ändern, oder das heißt, dass ich ihn ändern soll. Ja, man kann auch unten einfach draufklicken auf den Namen unten. Dann geht es auch. Also muss man Ja, aber ich habe jetzt gehört haben. gewartet, bis ich das So. Gemeindehaus habe. Jetzt muss ich erstmal was überlegen. Bauen wir mal hier ein bisschen Industrie jetzt hin. So, gucken wir noch mal. So. Die Anfrage ist immer noch groß nach Industrie. Ah, die wird jetzt auch hier gebaut. Ziehen wir mal hier die Felder komplett durch. So, ich nenne es jetzt einfach mal, keine Ahnung. So, ich glaube, mein Wohngebiet ist noch ein bisschen klein. Ziehen wir wieder mal ein bisschen größer. Na, ich brauche jetzt erstmal Gewerbegebiete. So, was ist denn hier los? Wird mir jetzt was angezeigt. Fehlender Strom. Ja, ich glaube, ich sollte mal einen Strom bauen. Oder hast du schon genug und kann von dir kaufen? Ich Guck weiß mal. nicht. Was habe ich denn über? Wo sehe ich denn das?
Also Kohlekraftwerk ist relativ teuer, merke ich gerade. Ne, ich habe 1,8 Megawatt Überschuss auf jeden Fall. Okay, also ich baue jetzt erstmal ein Windkraftwerk hier hin, Ja, das habe ich auch erstmal gemacht. weil es einfach am billigsten ist. Der Wind bläst in die Richtung. Setzen wir das mal. Keine Ahnung, wie ich das jetzt hinsetze. Am Rand der Stadt. Setzen wir es einfach mal hier an den Rand. So. Oh. Sieht so aus, als ob jetzt produziert wird. So, ja, wir haben uns jetzt im Vorfeld schon mal ein bisschen geeinigt, weil man kann ja die Stadt ein bisschen später spezialisieren, dass ich mehr hier so eine dreckige Stadt baue werde. Also das Windkraftwerk passt jetzt eigentlich gar nicht. Und der Martin wird mehr so eine saubere Stadt bauen, in was für eine Richtung er sich dann spezialisieren wird. Wir sehen ja hier die Spezialisierung, wenn man unten schaut, gibt es einmal den Bergbau, die Bohrung, also Öl und sowas. Dann kann man sich auf den Handel spezialisieren oder auf die Elektronik oder aufs Glücksspiel. Und ja, Kultur kann man auch noch irgendwie. Also ich denke mal, ich werde mehr in die Richtung des Bergbaus und des Öls irgendwie gehen, in die Richtung. Und der Martin wird halt irgendwas Sauberes bauen wollen. Also, dass ihr auch mal seht hier im Let's Play, was Ja, für ich weiß jetzt auch Spielstile noch es denn nicht gibt. was. Ja, also ich muss auch mal Schauen. schauen, wie ich es denn mache. So, jetzt brauchen wir, die brauchen jetzt auch noch Wasser. Herrgott, zack, was die alles brauchen. Gehen wir mal hier aus dem Spezialisierungsmenü raus. Wasser Stimmt, ne? brauchen sie. Eine Pumpstation ist noch nicht erlaubt. Dann baue ich jetzt erstmal einen Wasserturm. Oh, ja. Wasser hat man genug in der Region, so wie ich das sehe. Alles blau bei mir. Also ein Wasserding baue ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Neben das Solar. Ding oder so, mal schauen. Ach, ich baue es jetzt einfach mal hier hin. Ist ja egal. Man sieht mal schön, wie sich das Wasser jetzt durch die Haushalte pumpt. Genau. Und ich habe jetzt die Erlaubnis, ein Gemeindehaus zu bauen. Ja, da habe ich mal gelesen, man sollte man sich ziemlich viel Platz einrechnen für das Gemeindehaus, weil man das später upgraden noch kann. Ui. Ja. Das hat bei dir schon mal nicht geklappt anscheinend. es geht, es geht. Es ist noch ein bisschen Platz zum Rum, also. So, alles klar. Also das Wasser läuft. Ich kriege ja die ganze Zeit Petitionen rein, was ich alles bauen darf. Interessant. Ja, jetzt muss ich gerade mal gucken, wo ich es denn hin platziere. Ich zoome mal ein bisschen raus. Jetzt gucke ich auch gerade mal, wenn ich denn mich spezialisieren will später, wo denn die, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Erzbergwerk, ja, hier, haben wir schon gedacht, hier an dem Gebirge ist das am besten zu bauen. Und wie sieht's denn mit Kohle aus? Oh, Kohle wäre genau im Zentrum, wo ich jetzt meine Stadt errichtet habe. Also, da muss ich mal schauen. Vielleicht muss ich ja nochmal einiges umplatzieren. So, wie sieht's denn mit Öl aus? Ölquellen? Ah, die wären hier drüben. Das wäre ja auch okay. Das wäre da, wo ich eh mein Industriegebiet gerade hingeknallt habe. Alles klar. Gut, dann. Ich mache auf jeden Fall noch Plus. Solange ich mir das alles egal. Ich habe ja auch mitgekriegt, dass die Einwohner der niedrigen Volksschicht die Stadt nicht verlassen, weil sie gar nicht das Geld dazu haben, die Stadt zu verlassen. Also erst wenn man so die mittlere und höhere Bevölkerungsschicht hat, muss man aufpassen, dass sie einen nicht abhauen. Okay. Das ist auch mal ganz interessant zu wissen. Ja, was wollte ich jetzt nochmal gucken? Spezialisierung. Ah, genau hier. Also, ich weiß nicht, ob ich Erz würde mich halt schon reizen. Aber das ist halt
Ah ne, nicht Erz, ich meine Kohle, aber das wäre halt genau hier. Das heißt, ich müsste das Stadtzentrum vielleicht mehr nach hier verschieben, weil hier drüben eigentlich nichts ist. Doch, hier war Ding, aber da könnte ich auch hier nochmal bauen. Oder einfach nach hier drüben einfach. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, würde ich sagen. Schauen wir doch mal. So. Schauen wir doch mal auf die Finanzen. Ja, eigentlich mehr Einnahmen wie alles andere. Läuft's gut, ja. Ja, 1200 habe ich gerade pro Stunde plus. Aber Nee, ich habe noch ich habe wenig Ausgaben. 545. Ich habe auch erst 270 Einwohner. Also. Oh, hier sehe ich doch was. Das scheint doch fast so, als ob der von dir rüberkommt. Was? Oh nee, Das ja Wasser. doch. Der Bürgermeister von Kotzburg fährt hier gerade. Von Kotzburg, ja. Der fährt, der hat noch keine Heimat. Ich habe ihm noch keine Heimat gegönnt. So, jetzt bin ich gerade mal am Schauen. Ich bin immer noch am Überlegen, wo ich denn, machen wir mal hier ein bisschen langsamer, wo ich denn mein Bürgermeisterhaus platziere. Ja, vielleicht werde ich einfach diesen Kohlenzweig gar nicht nehmen und werde einfach mich auf Erz und Öl spezialisieren und das Kohle, was hier in diesem Gebiet ist, einfach mal lassen. Weil das sich doch dann ein bisschen zu weit trennt. Dann werde ich hier jetzt mein Wohngebiet machen und dann werde ich hier mein Bürgermeisterhaus bauen. Ziehen wir mal hier die Straße durch. So, hier rüber. Und dann machen wir es mal hier so. Dann gucken wir doch mal, wo man denn hier das Bürgermeisterhaus bauen kann. Ich habe es nämlich jetzt noch gar nicht gefunden. Es wird wahrscheinlich hier in der Verwaltung sein. Genau, bei der Verwaltung. Ah, es ist schon noch gar nicht das Bürgermeisterhaus, sondern das ist schon noch das Gemeindehaus. Also erstmal nur die Verwaltung. Hauen wir das direkt einfach mal. Müllentsorgung. Hauen wir das doch jetzt mal hier hin. So. Dann haben wir doch schon mal was. Herzlichen Glückwunsch, Bürgermeister. Ihre Arbeit hat sich gelohnt. Jetzt, wo Sie Ihre Stadt aufgebaut haben, können Sie ihr einen Namen geben. Habe ich doch schon. Yay! Ich heiße doch schon Kotzburg. Oh. Kotzburg taufen ist okay. Wer will denn da nicht hinziehen? Also, ich würde mich sofort geehrt fühlen, nach Kotzburg zu ziehen. Natürlich. Aber selbstverständlich. So, jetzt muss ich ein bisschen mehr Wohngebiete bauen. Das hat ja alles keinen Wert. Ziehen wir mal hier die Straße mal hier so durch. So. 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 Was ist denn hier los? Fehlender Strom. Ich habe doch genügend Strom, dachte ich. Ne, der hat irgendwie keinen Strom. Ah, ich glaube, die sind schon kaputt gegangen. Dann muss ich die mal abreißen. Was ist kaputt gegangen? Ach, manche Gebäude gehen nach der Zeit mal ein. Habe ich mal mitgekriegt. Die sind zumindest zur Frau so hässlich. Ich habe die jetzt mal einfach abgerissen. Hat aber auch fehlender Strom. Ah, ich glaube einfach. Es ist gerade nicht so viel Wind, kann das sein? Ja, ich glaube, ich baue jetzt einfach mal nochmal so ein Windding dazu. Ich habe irgendwie noch über. So, bauen wir mal hier nochmal eins hin. Mal, das hilft.
Irgendwie habe ich nicht so viel Wind. Ich glaube, ich baue jetzt schon mal gleich mal ein Kohlekraftwerk. Oder ein Ölkraftwerk. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber so viel Geld habe ich gar nicht. Bei mir läuft's ganz okay eigentlich mit dem Wind. Kann der theoretisch auch ein bisschen was abdrücken, wenn ich das finde, wie das geht. Ja, momentan habe ich wieder. Jetzt kommt gerade wieder eine Brise. So, schauen wir doch mal. Das baut ja alles schön. Die sind eigentlich alle zufrieden. Das freut mich. So. Ja, wahnsinnig viel Umzugslaster. Sind wahnsinnig viele Leute her. So, aber ich glaube, die Leute lechzen, glaube ich, auch mal nach Bildung. So, was werden hier nochmal verlangt? Wohngebiete wird immer noch. Ja, wie viele Leute möchten dann hierher wohnen? Das ist ja der Wahnsinn. Ziehen wir mal noch hier rüber eine Straße. So. Ziehen wir das auch mal noch hier komplett. Ups. Bauen wir doch jetzt mal. Jetzt wird hier noch mehr nach Gewerbe gefragt. Bauen wir hier auch noch mal hin. Mal die Hauptstraße hier voll. So. Spielhalle könnte ich jetzt auch bauen, aber ich glaube, ein Ding baue ich nicht. So, was hat der denn jetzt hier für Probleme wieder? Fehlender Strom. Ja, anscheinend habe ich doch einen Strommangel. Aber komisch, es wird eigentlich alles mit Strom versorgt, also jetzt ein komisches Gebäude nicht. Ach, ich reiße es ab. Wer nicht Strom will, der muss halt sterben. Mensch, welche Politik bei dir? Ja, bei mir ist Gnade, das friss oder stirb. Mehr gibt's hier nicht. So, jetzt muss ich mal mich ein bisschen ums Abwasser kümmern, glaube ich. Jetzt kann die Stadt verschmutzen, wie sie will. Ich bin hier. Bauen wir mal hier an den Rand. So, ich sollte vielleicht mal eine Müllentsorgung basteln. Ah, kostet mal 9000, so viel habe ich gerade nicht. Ich kann dir den Müll abnehmen, wenn du willst. Ich meine, wenn du deine Stadt nicht so dreckig machen willst. Hast du eine Müllentsorgung? Naja, aber ich kann jetzt eine bauen. Warte, wo ist denn das? Wasser. Unter welchem Reiter findet man das denn? Unter dem Mülleimer. Ah, hier, ja. Müllhalde. Da baue ich doch mal eine dahin. Mach ich direkt ne neben die Dinganlage. So, möchten Sie etwas über das Finanzfeld erfahren? Okay. Okay. Ja gut, das ist ja eigentlich alles klar. Das sind die Ausgaben, das sind die Einnahmen, das sind die Steuern.
Hier kann man Kredite sogar aufnehmen, möchte ich aber nicht. Bla. Und was in der Kasse ist. So, ja, jetzt gucke ich mal, wie das funktioniert, wenn ich dir jetzt den Müll abnehmen soll. Ja. So ein Vertrag denn aushandelt. Ich glaube, da muss ich in die globale Regionsansicht. Jetzt sehen wir da drüben deine Stadt. Naja, das wird hier schon noch nicht aktualisiert, aber irgendwie. Ich glaube, nee, hier ist das, glaube ich, nicht. Ah, ich glaube, ich muss auf das Gebäude selber drauf. So rum war das. Bearbeiten. Kann man nochmal. Müllverbrennung dran bauen. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Was kann ich hier? Ah, geil, da kommt schon der Tipp, wie ich das geht. Kommüller, eine zusätzliche Müllwagen zu diesen können Sie einer Nachbar zu verstehen. Rufen Sie hierzu die Direktion und sich auf. Okay. Dann muss ich aufs Müllsymbol. Sie müssen zuerst einmal eine benachbarte Stadt auswählen, einen Müllwagen schicken wollen. Wählen Sie eine Nachbarstadt aus, die Ihre Hilfe braucht. Okay. So, jetzt bist dran. Jetzt kriegst du meinen Müllwagen. So. Jetzt kriege ich den Müllwagen, cool. Geschafft. In Ihrer Müllhalde wurde ein zusätzlicher Müllwagen zur Verfügung gestellt, mit dem Sie Ihre Nachbarn unterstützen können. Keine Sorge, es handelt sich dabei nicht um Müllwagen, die Ihre Stadt braucht. Diese sind zusätzliche Fahrzeuge. Stellen Sie Ihren Nachbarn einen Müllwagen zur Verfügung. Ja, dann kriegst du mal einer. Das ist nett von Ihnen. Der zusätzliche Müllwagen macht sich gleich auf den Weg zu Ihren Nachbarn. Sie erhalten für die Hilfe zusätzliche Simoleons, die allerdings nicht die Nachbarn selbst bezahlen müssen. Aha. Stellen Sie weitere Müllwagen zur Verfügung, während Ihr Fuhrpark wächst. Okay. Okay, cool. Na, komm, kriegst gleich mal zwei Müllwagen. Mehr Jobs heißt hier so. Interessant. Dann gehen wir wieder in die normale Ansicht. Wie kriege ich ein Wohngebiete für die mittlere Einkommensschicht? Indem deine Stadt halt mehr zu bieten hat, Bildung und so weiter. Das passiert automatisch halt. Okay, muss ich aber erstmal ein bisschen Kohle farmen noch. So. Hier sieht man Müllwagen rumfahren. Also bei mir fahren jetzt vier Müllwagen rum, wobei zwei eigentlich zu dir sollen. Egal. So. Also ich brauche mal jetzt hier ein Krankenhaus. Ein Krankenhaus braucht schon, okay. Ja, anscheinend schon, ja. Machen wir mal hier die Straße entlang. Bauen wir das mal hier hin. Hier ist jemand schlecht gelaunt. Okay, da will jemand ein Krankenhaus. Habe ich jetzt gerade gebaut, Mensch. Oh, ich habe fast keine Kohle mehr, fällt mir gerade auf. Das Krankenhaus ist doch ein wenig teuer. Krankenhaus gebaut und schon bin ich pleite. Was? Hier schreibt einer genug der endlosen Huberei. Wir brauchen öffentliche Verkehrsmittel. Jetzt wollte ich hier gerade Ja, das hat mir auch schon einer Schattenbusdepot gesagt. bauen, aber es
Kostet einfach mal 20.000. Ja, das Kann ich mir spielt nicht gar keinen leisten. Sinn. Also ich könnte einen Kredit aufnehmen, aber nee. Nee, kommt ja eigentlich genug Kohle rein, mehr oder weniger. Gucken wir mal. Gesundheit macht mehr Minus. So, ich glaube, ich ziehe doch noch mal den Müllabfuhr bei dir ab. Weil irgendwie bringt das gar nicht so viel Geld gerade. Aber ich glaube, ich kann die gar nicht mehr abziehen. Ich kann nur dazu machen. Oder? Ah, ne, doch, ich kann abziehen. So. Einer muss erstmal reichen. Ich kann dir einen Krankenwagen zur Verfügung stellen. Brauchst du einen? Jetzt gerade noch nicht. Nee, eben, warten wir mal. Gehen wir wieder in die Stadtansicht. Momentan sind aber alle, glaube ich, ganz zufrieden. Okay. Da läuft schon mal ganz gut. Zoomen wir mal ein bisschen ran. Sehen wir mal die Stadt von nahem. So, ja, ich habe schon ein bisschen Kohlen wieder. Ich Naja, naja. bin Wohngebiete. Aber ich sage jetzt mal schon so mal so viel. Wir verabschieden uns schon mal von der ersten SimCity-Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Yay. Ja, viel hat man noch nicht gesehen, außer meine tolle architektonische Kunst. ja, wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Aufnahmen wieder. Und dann wird auch All Rampage mal seine Stadt zeigen. Und ja, bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao. Genau. Ciao, ciao.